Hallo und herzlich willkommen bei Boxerbus Garage. Heute gibt es ein Video über diese beiden Busse. Und zwar fangen wir an, den roten auszuschlachten. Bevor wir überhaupt damit anfangen, würde ich ganz gerne mal ein paar Kleinigkeiten zu diesem Fahrzeug hinter mir erzählen. In meinem letzten Video oder einem meiner letzten Videos habe ich ja erzählt, dass das Auto einen wirtschaftlichen Totalschaden hatte. Der Plan mit diesem Fahrzeug ist, wir wollen die Teile noch, die wir gebrauchen können, in meinen roten, in meinen blauen, sprich in dieses Fahrzeug hier einbauen. Und wir fangen heute auch an. Wir fangen an mit Türpappen. Die werden einmal sauber gemacht, weil ich habe nämlich das Problem an dem blauen. Wenn ich hier versuche, die Scheibe runterzudrehen, bleibe ich hier hängen. Das war nicht sehr clever, weil wir das hier angepasst haben. Zudem ist die schon etwas wellig. Auf der sieht man das jetzt nicht so, aber die andere hat schon sehr viel abbekommen. Und deswegen wollen wir die tauschen. Wir werden auch noch einige Teile aus dem roten hier jetzt im Laufe der nächsten Videoreihen rausnehmen. Bis zum Winter hin. Die Rohkarosse später soll wahrscheinlich auf den Schrott gehen. Falls ihr Interesse an irgendwelchen Teilen habt, schreibt es mir einfach mal per Instagram, eine Privatnachricht. Instagram ist unten verlinkt in dem Video. Ich werde dann gucken, ob die Teile noch zu haben sind, weil ich, wie gesagt, noch einige Teile für meinen Bus nehmen will. Aber die Reste aus dem Bus sollen dann verkauft werden. Wenn jemand Interesse hat an der Karosse, die ist erst ab nächstes Jahr zu verkaufen, wahrscheinlich, bis ich alles weg habe. Und bitte guckt dann einfach mal in das letzte Video, VW-Bus, Totalschaden. Weil das Fahrzeug ist kaputt und daran könnt ihr dann sehen, welcher Schaden genau in dem Fahrzeug ist. Gut, ich will gar nicht mehr so viel reden. Ich quatsche schon wieder viel zu viel. Wir fangen an und nehmen die erste Türpappe jetzt raus an meinem und werden dann diese tauschen und die aus dem roten nehmen. Die erste Seite ist fertig. Ich finde, das macht einen sehr guten Eindruck. Der Innenraum wirkt schon viel, viel heller. Natürlich jetzt in der Garage ist das ein bisschen Käse. Aber ich finde, das Grau passt doch sehr gut. Wir haben hier einige Kleinigkeiten, die nicht gehen. Oh, hier ist der Clip noch nicht fest. So. Aber hier ist ein Clip zum Beispiel gebrochen. Aber das kann man halt nicht ändern. Das kommt drauf an, wenn das Auto halt schon 30 Jahre alt ist. Aber die sehen immer noch besser aus wie meiner. Und man kann das Fenster wieder auf und zu machen. Das war eigentlich nur der ausschlaggebende Grund, warum wir die getauscht haben. Ich habe auch Besuch. Ja. Und wir gehen jetzt einmal drüben gucken. Oder draußen gucken, besser gesagt. Weil der Meister hier neue Felgen gegönnt hat für sein Vectra. Die hat er noch liegen gehabt. Und ich finde, die lassen sich eigentlich ganz gut sehen. Und ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Porn draus. Here we go! Wir machen weiter mit den Türpappen. Die linke Seite sind wir gerade am fertig machen. Die muss ich gerade ausklipsen.
Beifahrerseite an dem Auto habe ich wieder eingebaut. Da sieht man jetzt übrigens sehr gut, dass das Loch überhaupt nicht übereinander passt. Und das war der Grund, warum man da den Hebel nicht mehr betätigen konnte. Wir werden jetzt die andere Seite ausbauen. Wir müssen natürlich an meinem jetzt die andere Seite auch ausbauen, also sprich die Fahrerseite. Die tauschen wir noch schnell und dann gucken wir uns mal das Gesamtergebnis an. Die Türpappen sind fertig gewechselt. Türbilder. Die Türpappen sind fertig. Diese Seite sieht schon sehr, sehr gut aus. Die andere Seite ist auch fertig. Gefällt mir schon sehr gut. Muss noch sauber gemacht werden. Maurice ist gerade dabei, hier das neue Radio einzusetzen. Denn wir übernehmen auch das Radio aus dem Fahrzeug. Aus dem einfachen Grund. Mein altes Radio ist noch ein altes Radio, was nur Radio kann und nichts anderes. Und die Sender da drin zu suchen mit den Drehknöpfen ist ein bisschen kacke und das ist relativ leise. Deswegen überlegen wir jetzt das andere reinzumachen, da müssen wir noch ein bisschen rumtricksen. Ich hoffe, wir schaffen das heute noch und damit soll es jetzt weitergehen. Und wir gucken dann, ob wir heute auch noch ein vernünftiges Radio in den Bus bekommen. Wir haben gerade den Radiocode eingegeben, wir hatten noch ein paar kleine Probleme. Weil wir haben zweimal falsch eingegeben und dann sperrt sich das Radio. Dann muss man eine Stunde warten. Aber es funktioniert jetzt. Wir haben jetzt hier zwar keinen Empfang drin. Aber es funktioniert. Somit ist die Baustelle auch dann abgeschlossen. Türpappen sind drin. Und neues Radio ist drin. Das war's auch wieder mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Würde mich sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne natürlich auch wieder Peace und bis zum nächsten Mal. Ciao. Here we